take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen, hier bei Archie Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad Building Challenge, genauer gesagt ein Pack Opening. Ihr könnt es sehen, es geht heute um die Gold Upgrade SBC. Wir wollen die heute 20 Mal gemeinsam abschließen, passend zur Headliner Promo, die am Freitag angefangen hat. Ja, und das Format möchte ich also quasi passend zur Headliner Promo jetzt nochmal mit euch aufleben lassen. Vielleicht kommt dann unter der Woche, wenn euch das Video gefällt, nochmal 20 Mal die Gold Upgrade SBC. Ihr seht es vielleicht auch schon, das Besondere ist, wir sind gerade live bei Twitch. Über 60 Leute schauen gerade live zu und falls ihr generell keine weiteren Twitch-Streams verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich gerne auch auf Twitch folgen, wenn ihr Bock habt, uns da mal live zu sehen. Der Armin, der streamt natürlich gerne mal Weekend League. Ich mache jetzt hier gerade zwei Videos mit der Community zusammen und die haben auf jeden Fall Bock. Hashtag Packluck ist da auf jeden Fall schon mal mit am Start. Ihr könnt natürlich gerne auch einen Kommentar hinterlassen mit Hashtag Packluck und einfach Support da lassen mit einem Like. 300 Likes gebe ich heute wieder als Ziel raus und einfach Daumen drücken, dass wir einen Headliner ziehen. Das wäre auf jeden Fall das Träumchen. Das 20. Set machen wir jetzt hier gemeinsam und deshalb würde ich sagen, starten wir einfach direkt mal rein. Die Freunde hier im Chat haben auf jeden Fall Bock, dass es auf jeden Fall endlich losgeht. Und wir machen das 20. Gold Upgrade Set jetzt hier, wie gesagt, zusammen. Wie das Ganze aussieht, 40 Teamchemie, Goldspieler, muss ich euch nicht sagen. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt das 20. Set. Wir haben jetzt gut anderthalb Stunden, Freunde, was sagt ihr? Anderthalb Stunden bestimmt dran gesessen oder so. Um die Sets hier zu machen. 20 Sets haben wir jetzt endlich im Shop und es hat auf jeden Fall gedauert. Die Leute sind auf jeden Fall gehypt. Hashtag Hype in den Chat. So sieht's aus, Freunde. So sieht's aus. Gönn EA. Ja, also Freunde, es geht los. Ich würde sagen, Set Nummer 1, 3, 2, 1 und die Abfahrt. Let's go. Erstes Set. Komm schon, lasst uns auf jeden Fall einen Headliner ziehen. Das wäre ein Träumchen. Oh, wir fangen an direkt mit Wand- oder Walkout-Spieler. Es wird ein Walkout direkt, Freunde. Ist es Handanovic? Ist es Oblak, der beste Torhüter, highest rated Torhüter am Start mit 91. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Das ist direkt der... Was ist denn da los, Freunde? Anscheinend bringt hier auf jeden Fall der Livestream ein bisschen Glück auf jeden Fall. Nice, Alter. Oblak ist am Start. Leute, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Oblak und Morales. Wir fangen direkt mit dem Oblak an, mit dem Walkout. Besser geht's doch gar nicht. Ja, also gegen 20 Walkouts hätte ich jetzt auch nichts einzuwenden, muss ich auch mal ganz klar sagen. Wenn es jetzt 20 Mal Walkouts werden, sage ich auch nicht nein. Hashtag Neymar ist schon am Start. Ja, gegen Neymar hätte ich auch nichts, da hätte ich auch nichts gegen einzuwenden. Armin schreibt rein GG auf jeden Fall schon mal. Und wir fangen an. Zweites Set gönnt leider nicht so. Zweites Set gönnt einfach nicht, Freunde. Was ist da los? Kovacic und Balanta im zweiten Set. Okay, das geht definitiv besser. Und ich sag's auch gerne nochmal hier im Stream. Aber auch gerne für euch, die gerade zuschauen. Wenn ihr, wie gesagt, noch kein Abo dagelassen habt, könnt ihr uns natürlich gerne... Oh, das ist wieder Wandura Walkout. Oh, Freunde. Ich dachte schon, ne? Polen wird's. Stürmer. Digga, gut, dass das nicht Lewandowski werden kann, wissen wir ja. Aber der wäre ja sowieso Walkout gewesen. 83er Milik. Das geht besser. Wenn, dann willst du halt da einen 85er sehen und einen Wulai. Ja, moin. Da muss ich auf jeden Fall ganz dringend los. Ne, was ich nochmal kurz sagen wollte, falls ihr, wie gesagt, keine weiteren SBCs gerade jetzt zur Headliner-Promo verpassen wollt, könnt ihr uns natürlich zu den Road to 33k in erster Linie helfen. Aber natürlich auch gern Road to 40k. Ist das wieder Wand oder Walkout? Boah, ich dachte schon. Könnt ihr uns natürlich gerne einfach supporten auf kostenfreier Basis. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr nice. Bin gespannt, wann die 40.000 Follower auf jeden Fall... beziehungsweise Abonnenten auf YouTube, Follower sind es ja bei Twitch, erreichen können. Und wie gesagt, ja, Support ist einfach geil momentan von euch. Da mal fettes, fettes Dankeschön, sowohl in den Live-Chat, auch als jetzt hier für die Leute, die es im Video sehen. Danke einfach für euch, für den Support, wenn ihr immer einschaltet, wenn ihr einfach aktiv seid, ein Like da lasst, einen Kommentar. Wir lesen alle Kommentare durch, das ist wirklich immer sehr, sehr nice und da weiß man recht, für wen man es macht. 5 Sets, also Freunde, wir sind jetzt schon ein Viertel durch. Was sagt ihr? Oblak war es bis jetzt eigentlich. Nicht mehr, nicht weniger. Was haben wir hier? Wand oder Walkout wieder am Start? Wieder nur eine Wand. Come on, ich will den nächsten Walkout sehen. Portugal wird's. Torwart? Immerhin der 84. Oder ist der 85er? Lopez? Was ist mit Lopez los? 84er oder 85er? 85er, genau. Lopez als 85er. Hatte ich eben 2 85er in einem Set gezogen. Das ist auch noch im weiteren Video, das wird wahrscheinlich unter der Woche kommen. Die bringen auch über 10k, also auch nicht schlecht. 85er nehme ich natürlich gerne mit.
Ich weiß, die sind untradable, das sage ich auch gerne nochmal für die Leute, die es vielleicht jetzt x-mal in den Chat schreiben. Ey, ist das wieder Wanderer Mogott? Boah, das sieht immer so aus. Freude, das sieht echt immer so aus. Aber schreibt einer rein, der Lecky schreibt gerade rein. Sieht doch gut, ist doch gut. Ja, 85er sind top. Da kann man sich eher weniger beschweren, ihr wisst Bescheid. So, achtes Set. Komm, wo ist der Headliner? Das ist unser Ziel. Wieder Wand oder Walkout? Es wird wieder eine Wand. Oh, come on. Von Bremen ist es einfach Pavlenka. Aber kein 83er, sondern 84er. Also, es geht bergauf. Es geht bergauf, ja. Um es mal positiv zu sehen. Pavlenka und Ruben Peña ist am Start. 12 Sets noch. Also, fast die Hälfte sind wir jetzt durch. Komm schon, Freunde. Positive Vibes in den Chat, Freunde. Nächstes Set. Hashtag Packlack in die Kommentare, in den Chat. Daumen drücken einfach. Schöne haben wir eben gezogen. Ist untradable, weiß ich Bescheid. Komm. 10. Set. Gönnt ihr oder was? Gönnt ihr? Jetzt lass es doch bitte nicht bei Oblak bleiben. Oblak im ersten Set und danach nichts mehr. Malquid und Pedro Enrique, der hoffentlich tradable ist. Ist er sogar perfekt. Ah, komm schon, ey. Gönn doch einfach. Gönn ihn doch einfach. Gönn einfach. Bleibt's bei Oblak oder kann das Ganze noch getoppt werden? Wo ist der Headliner? Freunde. Alles wieder umsonst. Alles wieder umsonst. Hashtag, du ziehst einen Headliner, schreibt der Hansi gerade rein. Die ganze Zeit. Umsonst, für keinen Headliner. Müssen wir es nochmal versuchen, in einem weiteren Video. Oh ja. Immerhin zwei Spieler, die keine Duplikate sind. Um es mal positiv zu sehen. 8 weitere Sets stehen vor uns. Stehen weiter an. Komm schon. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Leute. Also auch für die dann jetzt quasi, die mal live hier dazuschauen, oder auch die, die es jetzt im Video natürlich sehen, wurde eben irgendwie im Chat gesagt, ich hätte viel Packlack. Ihr seht es, aus 20 Sets jetzt ein Oblak gezogen und sonst nichts Erwähnenswertes. Aber Oblak, theoretisch coinsmäßig ist es fast schon Oblak, die 80.000, die wir wieder zurückkriegen. Ne? Kolarov und Akboguma, wieder zwei Spieler, die wir noch nicht im Verein hatten, immerhin. Hoffnung stirbt zuletzt, so sieht's aus. Die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. Ihr wisst Bescheid. 5 Sets noch. Das wird. Das kann doch nicht wahr sein. Argentinien und dann 78er Pizarro, ey. 2 Argentinier. Komm, jetzt die 5 Sets noch. Bitte, ey. Gönn einfach. Gönn einfach. Ich glaube, wir müssen wieder verzweifeln, Freunde. Es muss wieder gehofft werden. Player, der als Objective-Spieler draußen ist, aber nicht als ziehbare Headliner-Karte. Ihr müsst wieder Mitleid-Likes da lassen, glaube ich. Mitleid-Likes. Da gönnt auf jeden Fall der SVW220. Gönnt auf jeden Fall schon mal ein Follow. Danke dir auf jeden Fall für den Follow. Seht ihr gerade live im Video und wir ziehen Bubble und Nacho. Ja moin, was ist denn da los? Was ist denn da los? 3 Sets noch. Könnt doch immerhin mal jetzt eine Wand. Yay, jetzt ernsthaft, was ist denn da los? Zwei aus der Premier League immerhin, um es positiv zu sehen. Und jetzt die letzten beiden Sets. Hat sich's gelohnt oder nicht? Das ist die große Frage. Top oder Flop? Und bis jetzt müssen wir ganz klar sagen, Flop. Auch wenn es Oblak mit drin war, aber Headliner bezogen war es eher ein Flop. Und dabei wird es wahrscheinlich auch bleiben. Ich bin mal gespannt, ob unter der Woche vielleicht Upgrade-Sets noch kommen. Das würde mich mal interessieren.
Da bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Und jetzt das letzte Set. Ich hoffe, das Video hat euch auf jeden Fall rundum bis hierhin gefallen. Wenn ja, wie gesagt, zeigt Support. Leider müsst ihr wahrscheinlich Mittler-Decks da lassen. Es sei denn, im letzten Set ist jetzt Neymar drin. Armin schreibt es gerade in den Chat. Ihr könnt es nicht sehen. Letztes Pack Neymar. Komm schon, ey. Komm schon, gönn einfach. Gönn uns den Headliner. Für den ganzen... Ja. Nee. Ah, das ist... Es wird immer in 82er. Was sagt der Chat zu den Sets? Freunde, was ist eure Meinung zu den 20 Upgrade-Sets, die wir jetzt gemacht haben? Schreibt mal gerne in den Chat rein. Gabriel, Paulista und Arnautovic. Immerhin zum Ende Nummer 2 82er, um es positiv zu sehen. Headliner bezogen war es aber eher ein Flop, aus meiner Perspektive jetzt. Klar, wir haben Oblak gezogen, der auch einiges an Coins bringt, um es positiv zu sehen. Aber alles andere war nicht so geil, oder? Maxi Taxi schreibt auch rein. Eher schwach. Superman sagt auch eher so, nee, Schmutz am Ende. Ja, und damit soll es auf jeden Fall, denke ich mal, gewesen sein. Fürs Video, ich will es nicht unnötig lange machen. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Like da lassen, dann wird auf jeden Fall unter der Woche entweder die Upgrade-Sets kommen, die vielleicht von EA veröffentlicht werden, oder halt nochmal die 20-mal die Upgrade-SPC, Gold-Upgrade-SPC, wenn ihr Bock drauf habt. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend wieder bei einem weiteren Video, wenn ein Content kommt. Ja, auf jeden Fall von meiner Seite aus wird Content kommen. Ich hoffe, ihr schaltet rein. Und in dem Sinne, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.